Ja, hallo allerseits. Die offizielle Begrüßung mache gar nicht mal ich, sondern... Hallo David und ein herzliches Willkommen dem verehrten Publikum beim Digitalk, technische Innovationen für Online-Workshops. Ich hoffe, dass wir alle 90 interessante Minuten haben werden. Viel Spaß! Ja, das war ein KI-produziertes Video. Und ja, möglicherweise nächstes Jahr oder übernächstes Jahr brauche ich dann gar nicht mehr kommen, sondern da ist dann mein Gesicht und meine Stimme und alles, was ich sagen will, wird dann von der KI gesagt. Aber so weit sind wir noch nicht. Super. Wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn du da bist, David. Und vielleicht noch einmal ganz offiziell darf ich jetzt auch begrüßen und herzlich willkommen sagen, auch von unserer Seite, zum Digitalk Technische Innovationen für Online-Workshops mit David Rödler und wieder gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Wir von Conedo, Karin Kulmer und Gunther Schüssler, sind heute für Moderation und Support zuständig. Das heißt, wenn Sie im Laufe der nächsten 90 Minuten was brauchen, eine Frage haben, eine Anmerkung, schreiben Sie am besten in den Chat. Wir sind dann für Ihre Anliegen da. Der Digitalk wird auch aufgezeichnet und im Nachgang auch zur Verfügung gestellt. Und auch die Inhalte von David Rödler stellen wir Ihnen im Nachgang dann zur Verfügung per Chat beziehungsweise dann auch im Nachbericht. Worum geht es heute? Das Thema, dem wir uns jetzt die nächsten 90 Minuten widmen werden, ist die Frage, was gehört 2023 zum aktuellen Stand der Technik für Live-Online-Meetings, für Webinare und Ähnliches? Das ist sozusagen unsere Leitfrage für heute und wir haben das in drei Schwerpunkte gegliedert, die wir uns nacheinander anschauen. Und zwar geht es da zuerst einmal um aktuelle Hardware, dann um innovative Software und um einen kleinen Blick in die Zukunft. Also was erwartet uns da? Themen wie zum Beispiel KI, 3D, VR oder AR. Und David wird heute sehr, sehr viel live herzeigen, live demonstrieren und dann immer auch auf ein paar Anwendungsfälle eingehen, wie man das jetzt nutzen kann, die Technologien. Was wir vielleicht dazu sagen müssen, ist, der Schwerpunkt heute ist wirklich auf der Technik, also was ist technisch möglich. Das heißt, in einer Weiterbildungsveranstaltung ist die Technik natürlich immer eingebettet in Didaktik, in Methodik, in die entsprechende Planung. Das ist heute ein bisschen anders, wenn wir heute wirklich eben den Fokus darauf haben, die Technik vorzuzeigen. In den meisten Fällen, wenn Sie das zum Beispiel dann einsetzen, wird es eben so sein, dass Sie nicht so viel Technik verwenden wie wir heute, aber wir möchten eben heute zeigen, was möglich ist. Das heißt auch, dass man vielleicht nicht auf alle Technologien ganz im Detail Schritt für Schritt jetzt eingehen können und alles ganz genau erklären können. Aber was wir machen, wir stellen weiterführende Links zur Verfügung, Anleitungen, sodass, wenn Sie dann irgendwie zum Beispiel eine Frage haben oder sich etwas genauer anschauen möchten, Sie das im Nachgang dann weiter verfolgen können. Ja, und eine Info noch, der Digitalk geht heute bis 18 Uhr. Wer danach noch Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen zum offenen Austausch. Wir haben zwei innovative Online-Räume, die man dann im Anschluss noch ausprobieren kann. Soweit einmal das Wichtigste zum Organisatorischen. Ich stoppe an dieser Stelle einmal die Freigabe und frage in die Runde, gibt es noch etwas Wichtiges, eine Frage, die wir vielleicht klären sollen, bevor David sozusagen beginnt mit dem Thema Hardware? Wenn das nicht so ist, übergebe ich gleich direkt an David und freue mich. Wunderbar. Gut. Ja, vielleicht zwei, drei Worte noch zu mir. Ich bin Unilehrbeauftragter Erwachsenenbildner und sonst selbstständig und lebe in Salzburg. Aber das spielt ja so gut wie keine Rolle mehr, wo man sich dann tatsächlich befindet. Ja, ich würde jetzt gerne
ein bisschen zeigen, mein Setting, das mag jetzt übertrieben wirken. Also das sind wirklich jetzt hier zwei Computer nebeneinander. Eins ist ein bisschen einfacher und das andere auf dem grünen Sessel, da sitze ich jetzt, hat noch mal ein bisschen mehr Ausstattung. Man braucht jetzt nicht unbedingt alles, aber ich glaube, wenn man ein bisschen von der Hardware sich anschaut und überlegt, zum Beispiel das Mikrofon zu verbessern oder die Kamera zu verbessern, dann ergeben sich einfach viele, viele Möglichkeiten, Online-Veranstaltungen, Webinare, Online-Seminare, ja, einfach ein bisschen besser zu machen. Das einfache oder relativ einfache Setting würde so aussehen. Da gibt es einen, ganz wichtig, einen großen Monitor, also der kleine Laptop-Monitor, der ist mir in der Regel zu klein und zu wenig. Auch will ich immer gerne die Gruppe auf dem großen Monitor sehen und die Bildschirmfreigabe dann zum Beispiel auf dem kleinen Monitor haben. Das heißt, ich möchte die Gruppe nicht aus den Augen verlieren. Dann hat der große Monitor den Vorteil, dass dort oben die Kamera mehr auf Augenhöhe angebracht sein kann und ich also nicht auf das Publikum herabblicke, wenn ich also die nur niedrig angebrachte Notebook-Kamera mich ansieht. Dann das Mikrofon ist wichtig, dass es irgendwie relativ nah an mich rankommt, deshalb auch auf dem Mikrofonarm. Und Ton ist sowieso immer das Wichtigste, weil ich kann ja mal kurz hören lassen, wie das klingt mit einem schlechten Ton. Dann klinge ich so. Und wenn es dann irgendwie eine ganze Stunde oder wie auch immer so zu hören ist, dann, ich glaube, das ist nicht wirklich angenehm. Das habe ich gerne ein gutes Mikrofon, was auch bewirkt, dass ich dann leise sprechen kann. Und das ist weniger anstrengend, das macht irgendwie ein bisschen eine ruhigere Atmosphäre und ist daher, glaube ich, für alle angenehmer. Ja, zum Ton natürlich, man kann auch einfach mal anfangen mit irgendwie günstigem Headset für 20 bis 40 Euro über USB angeschlossen. Was man hier aber gesehen hat auf dem Bild, war so ein Rode PodMic, kostet ungefähr 100 Euro, war dann auf diesem Mikrofonarm für 20 Euro. Der Monitor, also zusätzlich zum Notebook-Computer, also ab 100 Euro, aber besser ist natürlich dann schon vielleicht 300 Euro dafür auszugeben. Und dann hat man mal eine, glaube ich, halbwegs gute Ausstattung, vielleicht noch gutes Licht von vorne. Da gibt es auch also ganz, ganz viel verschiedene Möglichkeiten. Kann ich auch dann noch zeigen, aber ich zeige dann, wenn ich mein gutes Licht zeige, dann werde ich drauf noch eingehen. Gut, gibt es vielleicht soweit schon erste Fragen oder Anmerkungen? Karin? Ich denke mal, dass soweit alles klar sein sollte. Ja. Genau, also es kommt doch jetzt eine Frage im Chat. Mhm. Und zwar, ob diese Art von Mikro auch eine aktive Unterdrückung der Umgebungsgeräusche haben. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Also das ist eigentlich nicht im Mikro eingebaut, sondern in Zoom eingebaut. Und das ist tatsächlich unglaublich, wie gut das funktioniert. Ich schaue mich gerade um, ob ich irgendwie Papier sehe, das ich zerknittern könnte. Ich hol was. Ja, vielleicht inzwischen, da auch im Chat die Frage kam nach Webcam-Empfehlungen. Das haben wir als nächsten Punkt auf unserer Liste. Und David hat da auch ein paar Webcams vorbereitet, die er uns zeigen wird. Genau. Ich hätte auch noch eine Frage, kurz. Einmal ganz kurz zur Filterung der Geräusche. Ja, jetzt glaube ich, oder? Man hört dauerhaft. Ist das richtig? Jetzt schalte ich den Filter ein, der normalerweise eingeschaltet ist.
glaube, man hört kurz und dann ist es weg, oder? Genau, man hört jetzt das Rascheln nicht mehr. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Da kann die Bohrmaschine in der Nachbarwohnung sein oder der Hund bellen oder ich kann auf der Straße sitzen in einem Café. Das ist übrigens tatsächlich künstliche Intelligenz, die erkennt menschliche Stimme und oder unterscheidet menschliche Stimme von Straßenlärm. Peter. In der Einleitungsfolie war so ein beleuchteter Bilderrahmen, nicht in deiner, sondern in der grundsätzlichen Einleitungsfolie. Ist dir das bekannt, was das ist? Für die Ausleuchtung. Ich glaube, in der Folie, die ich hatte, genau, war eine indirekte Hintergrundbeleuchtung. Genau. Und das ist in dem Fall in dem Möbel verbaut. Das ist so etwas Ähnliches, aber wie ein Ringlicht, wie es auch David verwendet. Also es geht da darum, dass eine indirekte Beleuchtung von hinten sozusagen kommt. Also das leuchtet auch die Wand an, was ganz gut ist. Und ja. So sieht das aus. Weil das Ringlicht, das ich auf dem Monitor stecke, da habe ich nicht wirklich, bin ich nicht wirklich happy darüber. Also aktuell habe ich jetzt dieses Licht vor mir. Das ist gut, ja, was du da hast. Ja. Das ist nicht ganz billig, aber man kann es sehr gut, das sehr ist gut einstellen. Ja. Okay, danke. Ja, heißt Elgato Keylight. Genau, und Gunther hat den entsprechenden Link schon in den Chat gepostet. Es kamen auch noch ein paar Fragen zu deiner App, aber ich glaube, David, die wirst du heute ja ohnehin auch noch vorstellen. Genau, das Programm, mit dem ich jetzt also diese Präsentation aussteuere. Ja, das jetzt hier ist ein bisschen mehr jetzt noch. Genau, jetzt habe ich die Unterdrückung habe ich jetzt völlig. Ne, jetzt habe ich es wieder eingestellt. Jetzt ist es der beste Ton, weil es ist jetzt hier ruhig. Also das heißt, ich habe keine Geräuschunterdrückung mehr eingestellt. Und David, vielleicht noch eine Zusatzfrage: Die Geräuschunterdrückung hast du jetzt am Mikro eingestellt oder in Zoom? In Zoom. Mhm. In Zoom. Auch vielleicht noch ganz gut zu wissen. Ja, das heißt, also wenn man einstellt, das heißt Originalton für Musiker, Musikerinnen heißt es hier, dann gibt es keine Tonverarbeitung oder keine Geräuschunterdrückung. Wenn ich das ausschalte, dann habe ich die Filterung durch Zoom. Okay, dann gehe ich mal ein auf das ein bisschen komplexere, weil da steht jetzt doch einiges rum. Also das Mikrofon, das ich jetzt im Einsatz habe, Moment, ich kann mich da ein bisschen hinschieben. Das ist dieses hier. Und das hat XLR-Anschluss. Und das heißt, das muss man dann da hinten in das Mischpult reinstecken. Und vom Mischpult geht es dann über USB in den Computer. Das Mischpult hat den Vorteil, dass ich dann mehrere Mikrofone anschließen kann, wenn man also mal zu zweit oder gar zu dritt vor dem Computer ist. Man kann dann auch mobile Mikrofone anschließen, das zeige ich auch gleich. Und was auch sehr praktisch ist, man kann auch nochmal die Tonhöhe oder die Lautstärke regeln oder man kann über diese Tasten irgendwelche anderen Töne noch mit einspielen, also Pausen, Gong oder irgend sowas. Warum habe ich hier in dem Setting jetzt drei Monitore? Auf dem Monitor läuft nämlich meine Präsentation. Oder ich steuere mich selbst und die Präsentation über diesen Monitor. Auf dem Hauptmonitor sehe ich alle Teilnehmenden. Und auf dem kleinen Monitor vom Notebook, da habe ich jetzt den Ablaufplan oder ich hätte dann die Bildschirmfreigabe. Und die Software, die ich dann auch noch gleich zeigen werde, die hat auch nochmal ganz, ganz interessante Vorteile. Ich kann zum Beispiel darüber sehr schnell mein Smartphone als weitere Kamera einspielen, um dann irgendwas, was auf meinem Computer, auf meinem Schreibtisch ist, auch nochmal zu zeigen. Ja, das ist jetzt natürlich irgendwie ein cooles Bild. Aber eigentlich könnte ich jetzt hier zeigen, was hier noch alles steht. Und das nennt sich Stream Deck. Hat das zufällig schon jemand auf dem Schreibtisch stehen?
Damit kann ich zum Beispiel mit einem Knopfdruck, also hier habe ich mir draufgelegt, mein Licht weg. Ja, man sieht schon, es ist dunkel. Mit Licht ist, glaube ich, ein bisschen besser. Oder ich kann das Licht ein bisschen regeln. Oder ich kann mein Mikro sofort ausschalten oder die Kamera sofort ausschalten. Also sehr schnell die wesentlichen Funktionen und alle, die das haben, werden, glaube ich, übereinstimmen, dass das einfach praktisch ist. Es kostet ungefähr 100 Euro und man kann Zoom und auch zum Beispiel eben das Licht damit gut bedienen. Ja, so schaut's aus. Also da ist das Mischpult, da ist der Computer mit dem Ablaufplan, da ist das Publikum. Also jetzt bin ich groß drauf. Und hier ist dann die Softwaresteuerung. Hier oben ist mein Teddybär übrigens. Aber dazu dann später mehr. David, und vielleicht noch eine Frage. Das heißt, du filmst dich jetzt mit dem Smartphone und dieses Video wird dann in die App als Hintergrundbild integriert. Genau. Also die Präsentations-App, die ich verwende, ist die App, also MMHMM. Da läuft sie, ich zeige sie dann gleich nochmal im Detail. Genau, und ich sehe, dass Gunther jetzt auch einen Link in den Chat gepostet hat, wer sich wirklich die ersten Schritte zum Beispiel mit der App anschauen möchte. Dazu haben wir vor kurzem auch ein Video veröffentlicht, das haben wir auch in den Chat gepostet. Ja. Also was einfach Spaß macht, wenn man sich da mal ein bisschen eingearbeitet hat, dann bin ich da ziemlich schnell, ja, und kann also von... Hallo David und ein herzliches Willkommen dem verehrten... Genau, auch wieder zum Anfang zurückspringen. Oder eben auch dann sofort wieder in der Präsentation sein. Super, das heißt, das war jetzt dein Profi-Setting sozusagen, David. Also im Vergleich zum Basic-Setting hast du jetzt ergänzt noch das Mischpult. Und was ist da jetzt noch dazu gekommen? Das Stream Deck ist noch mit dabei. Und ja, dann, was ich jetzt dann, glaube ich, auch zeigen kann, ist die Kamera einerseits und mobile Mikrofone. Weil das ist auch ein was Neues. Also das ist ein Qualitätssprung bei mobilen Mikrofonen und bei Kamera. Hallo David und ein herzliches... So, weg damit. Okay, vielleicht zuerst mobiles Mikrofon. Also was es schon länger gibt, sind diese Rode Wireless Go. Das ist der Empfänger und dann gibt es zwei solche Mikrofone. Und die funktionieren wirklich, wirklich gut, sind aber nicht ganz billig. Ja, also kostet an die 300 Euro, glaube ich. Und erlauben wirklich dann schöne Mobilität und lassen sich dann eben ohne Mischpult über USB an den Computer anschließen und man hat zwei mobile Mikrofone. Aber was erstaunlich ist, es gibt mittlerweile das Gleiche in einer schönen Verpackung. Und dann ist hier die Empfangsstation. Die kann man anschließen an den Kopfhörer oder Mikrofoneingang vom Computer. Und dann gibt es zwei wirklich ganz, ganz kleine Mikros. Und die laufen sofort, wenn man sie rausnimmt. Und dann kann ich mir das auch schon anstecken. So, angesteckt. Dann nehme ich den Empfänger, stecke den auch an. Und dann bin ich übers mobile Mikro zu hören, mit dem großen Vorteil, dass ich mich jetzt frei bewegen kann. Ja, weil wenn ich von dem großen Mikro zu weit weg bin, dann hört man mich nicht mehr. Kostet ungefähr 130 Euro. Die Qualität ist, glaube ich, fast so gut wie vom großen Mikrofon, oder? Ein bisschen schlechter wahrscheinlich. Ganz einen kleinen Unterschied merkt man, aber trotzdem noch deutlich verständlich. Man merkt schon, aber es ist immer noch ganz gut. Und jetzt kommt die Kamera ins Spiel.
Ich zeige mal zuerst, da mache ich mal ganz kurz mal Freigabe. Das ist die Insta360 Link. Das ist jetzt keine ganz billige Kamera, aber die macht wirklich Spaß und hat wirklich sehr, sehr gute. Kann ich hier draufklicken? Da habe ich noch mehr davon. Genau, so sieht sie aus. Also wirklich klein und das Tolle ist, das werde ich jetzt demonstrieren, die Beweglichkeit. Also ich kann die jetzt fast 360 Grad quer durchs Zimmer schwenken. Man hat Positionen, die man voreinstellen kann. Oh, wieder zurück. Und sie hat Autoverfolgung. Also das heißt, ich kann mich damit jetzt frei im Raum bewegen und die Kamera reagiert einfach wirklich super schnell. Also ich mache das zwar kaum jetzt bei Online-Veranstaltungen, aber es wäre gut möglich. Und vielleicht liegt es ja einigen dann so auch ganz mobil und beweglich zu sein bei Präsentationen. Würde mich interessieren, ob das jemand macht oder gerne jemand sich wünscht, diese Mobilität. Und dann könnte man ja auch analoge Präsentationsmöglichkeiten einsetzen. Also zum Beispiel ein Whiteboard, wo, wenn ich da hingehe, dann schwenkt die Kamera mit. Und nicht nur das, man kann dann auch so einstellen, dass die Kamera dann automatisch das Whiteboard einfängt. Das sind so Marker an den Ecken, das sieht man vielleicht. Und jetzt ist ich hingesprungen. Und jetzt könnte ich da irgendwie was drauf schreiben, was ich jetzt aber nicht mache. Und sofort ist man wieder da und zurück. Ja, danke, David. Es sind inzwischen schon wieder einige Fragen im Chat gekommen, unter anderem, ob die Kamera einen HDMI-Ausgang hat. Hat die nicht. Es gibt aber von OBSpot gibt es eine Möglichkeit, USB-Kameras an HDMI-Eingänge anzustecken. Mhm. Ja, spannend, das ist eine Besonderheit, das ist ein Adapter USB auf HDMI. Dann kann man wirklich USB-Kameras. Ja, das ist es nicht. Das ist eine andere Webcam, aber das kann ich raussuchen. Ja, können wir auch sonst gerne im Nachgang für die Aufzeichnung noch dazu liefern. Dann gab es noch eine Frage, wie das funktioniert mit der Mobilität, wenn jetzt nicht nur du alleine im Raum bist, sondern mehrere Personen. Kann ich die Kamera auf mich zum Beispiel fokussieren, dass sie mich verfolgt? Also bei mehreren, glaube ich, ist die nicht ganz so gut. Da muss ich dann besser von Hand steuern. Mhm. Das heißt, es ist vor allem dann geeignet, wenn ich jetzt mich mehr bewegen möchte, ich aber allein auf dem Kamerabild zu sehen sein soll. Genau, die Kamera ist aber wieder dann geeignet, wenn ich irgendwie ein kleines Hybrid-Setting installieren will. Vielleicht passt das, glaube ich, wenn ich das jetzt als nächstes zeige. Also hier ist ein schöner Raum und man sieht, Dort oben, da ist die Kamera. Jetzt werde ich mal wieder das Mikrofon abnehmen und das Gute verwenden. Dann hört man gleich den Unterschied, oder? Ist es deutlich? Es genau, ist schon deutlich, ja. Oder? Aber okay, das ist halt jetzt wirklich ein sehr gutes Mikrofon. Und gut, Hybrid-Setting. Kamera, die Mikrofone, die ich gerade gezeigt habe, ein kleines Mischpult bräuchte man in dem Fall nicht unbedingt. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, nämlich ein guter Kollege hat mir diesen Mikrofonwürfel ausgedruckt. Das war eine 3D-Vorlage. Und dort kann man dann das Mikrofon reingeben und dann kann man diesen Würfel hin und her werfen oder hin und her reichen. Genau, das ist der Link dafür und man sieht den Würfel sieht man auch dort liegen.
Und jetzt muss man sich vorstellen, dass, also ich habe jetzt aus Datenschutzgründen, ich habe da kein Publikum jetzt da in dem Fall, aber man kann sich jetzt vorstellen, dort sitzt auch das Publikum. Und dann kann man es tatsächlich bewerkstelligen, dass ich als Referent das Publikum vor Ort und das Online-Publikum sich in einem Videofenster befinden. Ich möchte es jetzt mal hier mit ein paar mit Karin probieren. Also wir könnten jetzt Karin hier hinsetzen und Gunther hier hin. Und das ist, glaube ich, hier Elin. Und da ein Avatar. Ja? Und ihr könntet jetzt aber auch sitzen zwischen richtigen Menschen. Ja, und das. Und der Würfel fliegt dann durch die Gegend und ja, genau, gut gefangen. Ja, David, vielleicht könntest du noch mal kurz dazu sagen, mit welcher Ansicht du das jetzt eingestellt hast. Du verwendest genau, also, da, glaube ich, eine immersive Ansicht. Ja, genau. Also das ist jetzt wirklich ein bisschen fortgeschrittenere Spielerei. Einerseits verwende ich hier in Zoom die immersive Ansicht, heißt das. Das hat jetzt niemand drauf, das hat immer nur der Host. Und es spielt tatsächlich auch noch eine Rolle. Und also ich kann jetzt auch, also man sieht es jetzt auch, das wäre ja sozusagen der Realraum, da kann ich euch auch irgendwo platzieren. Und es könnten ja noch weitere Menschen im Realraum sein. Also das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant für kleinere hybride Veranstaltungen. Also die Kamera, mobile Mikrofone, dann habe ich also Beweglichkeit und kann irgendwo anders hin und kann eben gleichzeitig Teilnehmende zu mir ins Büro auf die Nase setzen, den Avatar. Ja, also tatsächlich im Einsatz das war Lehrveranstaltung von mir an der Uni Salzburg und ja, da wollten nicht alle kommen und dann sah es halt so aus. Ja, also ein großer Beamer noch an der Wand, der ist jetzt nicht zu sehen, aber genauso haben sich alle gesehen. Also egal ob dann in Präsenz oder online. Gut. Karin, du bist gemütlich. Genau, ja, bin schon zu hören wieder. Es kam noch eine Frage im Chat, für welche Veranstaltungen du dieses Setting verwendest. Ich nehme mal an, da geht es jetzt um das Hybrid-Setting. Ja, kleine Hybrid-Veranstaltungen. Ich glaube, ich habe es auch gerade beantwortet. Kleine Hybrid-Veranstaltungen. Super. Und bei thematisch geht es bei dir ja immer um technische Innovationen. Nein, thematisch geht es um, es kann, also in der Lehrveranstaltung ging es um Communities of Practice. Und wie man die aufbaut. Aber es geht auch oft um Methodik für Bildungsveranstaltungen oder künstliche Intelligenz ist ein super Thema gerade und wie man es im Bildungskontext einsetzen kann. Gut, jetzt machen wir wieder eine kurze Pause, Nachdenkpause. Genau. Gibt es vielleicht an dieser Stelle Fragen jetzt zu dem, was wir bisher an Hardware kennengelernt haben? Also einerseits zu den Mikros, zu den Kameras. Gibt es da noch irgendetwas, was offen geblieben ist? Der Mikrofonarm war mir ein bisschen zu schnell. Also den konnte ich mir nicht kopieren. Und ich glaube, das war im Chat auch noch von jemandem nachgefragt. Ah ja. Das ist das Schöne an dieser Präsentationsform, dass ich da oft schnell sein kann. Es findet sich der Link vom Mikrofon auch im Chat. Ich kann ihn aber schnell, noch einmal rein. Auch sehr schnell, Gunther, genau. Super. Ja. Also kann man einfach suchen, also eher online natürlich, bei irgendeinem Online,
Handel, Versandhandel. Gibt es wirklich sehr, sehr preisgünstig. Genau, dann gab es noch die Frage nach der Kamera mit Autoverfolgung. Gunther, vielleicht könntest du da noch einmal den Link posten, beziehungsweise auch zum Mischpult. Ich glaube, das haben wir per Link. Und dann vielleicht noch die Frage an dich, David. Den Adapter Mini-USB auf HDMI. Genau. Ich habe ihn reingepostet auch schon. Super. als Link in den Chat. Super. Gut, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal kurz die Info. Wenn wir jetzt da Produkte vorstellen oder so, das kostet natürlich alles was. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir irgendwie von den Herstellern da Werbung schalten wollen, sondern das sind einfach erprobte Produkte, die David ausprobiert hat, die einfach gut funktionieren in diesen Settings. Das ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen. Gut, David, wie sieht es weiter aus? Also gibt es noch etwas, was du uns im Hardware-Bereich noch zeigen möchtest? Ich muss mal schauen, habe ich was Wichtiges übersehen, Karin? Also wir haben uns die Mikros angeschaut, wir haben uns die Webcams angeschaut, wir haben einen kurzen Blick auf das Mischpult geworfen. Wir haben uns auch das Whiteboard angeschaut. Ich zeig noch gute Hardware. zwei, drei Dinge zeige ich noch, die gehen ganz schnell und die sind, glaube ich, sogar eher lustig. Das hier zum Beispiel ist auch Hardware. Sehr, sehr preisgünstig, vielleicht von Weihnachten noch übrig geblieben. Kann man als Pausenglocke verwenden. was anderes, was auch sinnvoll sein kann, das kann ich nochmal auch zeigen mit der Kamera. Die hat nämlich ganz einen Desk-View-Modus. Und dann könnte ich auch nochmal ranzoomen, dann habe ich einen Wecker, der ist praktisch für, wann ist die Pause zu Ende. Ja, einfach ein Küchenwecker und der klingelt dann auch. Und dann gibt es was völlig Verrücktes, also diese Hardware, der Hardware-Markt ist, also da ist einfach natürlich auch so viel entstanden, aber das ist jetzt wirklich nur Spaß und verrückt. Nennt sich Mood Talk. Hat jemand eine Idee, wozu das gut ist? Ja, völlig verrückt. Nein, genau, zum Küssen, ja. Genau, es soll ermöglichen, dass man spricht, ohne andere zu stören in Videokonferenzen. Aber ich glaube, das würde ich nie verwenden. Das sieht ja furchtbar aus und muss total unbequem sein. Gut, aber das zur Auflockerung. Also das wird nicht empfohlen. Ja, ziemlich verrückt ist ein Kommentar im Chat. Es gibt noch eine Frage, und zwar nach einer Kamera, die man nicht am Laptop oder Monitor, sondern an einem Kameraständer befestigen kann. Gut, also die Kameras, die guten Kameras haben ja alle Stativanschlüsse. Und dann kann ich die auf jedes Stativ. Alle der gezeigten Kameras kann man auch Stativ befestigen. Genau. Ja, super. Genau, weil da noch die Frage kam, Empfehlungen zu Mikrofonen gab es. Die stellen wir natürlich gerne am Ende noch einmal in den Chat als Präsentation. Ich würde ansonsten sagen, wenn es zur Hardware jetzt nichts mehr Aktuelles gibt, dann könnten wir an dieser Stelle weitergehen zum Thema Software, weil da, glaube ich, gibt es auch einige Innovationen, die du uns noch zeigen möchtest, David. Ja, also einerseits gibt es also tatsächlich ein paar interessante Neuerungen bei Zoom. Also die eine Neuerung betrifft den Chat. Ich habe jetzt schon gesehen, was ganz nett ist, dass irgendwo hat mal jemand ein Like gesetzt. Genau, Gunther hat ein Like, einen Daumen nach oben gesetzt. Vielleicht das können wir einfach mal ausprobieren. Ich schreibe einfach mal rein Test, ja, und jetzt kann man mal meine Nachricht liken oder man kann sie kommentieren. Das ist neu in Zoom, wenn man das einstellt. Also man kann tatsächlich jetzt wenn man Update gemacht hat von Zoom, genau, Markus hat es geschafft, er findet das Like super, und
Deshalb lassen sich jetzt dort irgendwie Diskussionen einfacher gliedern. Man kann sogar jetzt auch Unterpunkte schreiben. Also man kann formatieren, ja. Ich kann sagen, Punkt nummerierte Liste, Punkt 1, ja, ist das, Punkt 2 ist das, Punkt 3 ist das, und dann schicke ich das in den Chat. Ja, oder man kann sogar Text jetzt mittlerweile auch auf Fett machen. Jetzt gibt es mal einen fetten Text. Oder was auch neu ist, man kann in Windeseile Screenshots machen und den Screenshot dann in den Chat stellen, was auch praktisch sein kann. Man kann sogar den Screenshot dann auch noch kommentieren, man kann was drauf malen oder einen Pfeil drauf machen oder was draufschreiben. Und diese Einstellmöglichkeiten, vielleicht sage ich das kurz dazu, die gibt es ganz unten, dort, wo man die Nachricht eintippt. Direkt darunter hat man dann diese Symbole, wenn man eben ein Zoom-Update gemacht hat. Also zum Beispiel, dass man einen Screenshot aufnimmt. Und ich sehe, dass ein paar das jetzt schon gemacht haben. Genau. Also das ist schön. Ich kann jetzt einen Screenshot machen von diesen, also mein Chat. Mein Chat sieht so aus. Genau, und jetzt kommen da auch einige Screenshots gerade im Chat schon rein, wie das dann eben ausschaut. Wichtig dafür noch einmal, falls Sie das jetzt nicht haben, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie das nicht die aktuellste Zoom-Version haben. Ich glaube, man braucht mindestens Version 5.10 oder so in die Richtung. Ich glaube, 5.13 ist die aktuellste. Einfach die aktuelle installieren, dann gibt es keine Probleme. Und aber ganz wichtig ist auch noch, es muss aktiviert werden im Backend. Also die Person, die Zoom administriert, muss es dort auch noch aktivieren. Okay. Dann auch noch neu, das wollten wir auch ausprobieren, ein bisschen eine spezielle Funktion. Vielleicht haben viele schon mal erlebt, die Dolmetsch-Funktion bei Zoom, dass man Dolmetscherinnen und Dolmetscher engagieren kann, die ein Meeting dann simultan verdolmetschen. Was jetzt aber auch funktioniert, ist, dass man jemanden als Gebärdendolmetsch dazu nimmt. Kann zufällig jemand Gebärdensprache? Oder ist jemand bereit, kurz irgendwie? Also falls jetzt jemand Gebärdensprache kann und sich gerne da als Testperson zur Verfügung stellen möchte, bitte gerne melden mit Hand nach oben, vielleicht mit der Reaktion. Da würden wir uns sehr freuen. Ja, ich möchte jetzt sonst niemanden irgendwie so auf die Bühne holen. Genau, wenn das nicht funktioniert, kann ich einfach so tun, als ob und einfach irgendwelche Gesten probieren. Ich kann leider nicht Gebärdensprache, aber ich kann sozusagen so tun, als ob, einfach zu Demo-Zwecken. Genau, aber ganz sicher kannst du chinesische Gebärdensprache als solche habe ich dich hinzugefügt. Und jetzt hat man unten bei Dolmetschen das Symbol Gebärden, also Verdolmetschung und Gebärdensprache. Und jetzt kann man sich Karin als weiteres Videofenster einblenden. Ja, sehen das genau. Alle? Oder ich alle, könnte, da, ich könnte da eben in einem weiteren Fenster würde ich dann angezeigt werden und man sieht mich sozusagen. Genau, ich mache jetzt einfach ein Screenshot von Karin, dann sehen Sie die. Ja, einfach ein weiteres Videofenster. So, beenden wir wieder. Was es auch noch gibt in der Hinsicht, das ist auch relativ neu, sind Untertitel, die ich jetzt mal aktiviert habe. Man kann mittlerweile auf einigen Sprachen eine automatisierte Live-Transkription bekommen. Das heißt, das gesprochene Wort wird dann manchmal mehr, manchmal weniger gut wiedergegeben. Ein bisschen komisch war, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich Tagesordnungspunkt gesagt hätte.
Also es funktioniert nicht immer perfekt, aber es kann schon eine gewisse Erleichterung sein, diese Untertitel zu haben. Gleichzeitig könnte man auch einstellen, dass das, was ich sage, zumindest auf Englisch übersetzt wird. Vom Deutschen, glaube ich, geht nur auf Englisch eine automatische Übersetzung. Aber nicht in andere Sprachen von Englisch. Wenn Englisch gesprochen wird, dann hat man viel mehr Sprachenauswahl. Der Grund dürfte nachvollziehbar sein. Aber was ich super interessant finde, ist jetzt, wenn man dieses Transkript dann übernimmt und in ChatGPT kopiert, dann kann man einiges damit machen. Hat jemand eine Idee, was man mit einem Transkript alles machen könnte, wenn es mit künstlicher Intelligenz dann verarbeitet wird? Genau, im Chat kommt da zum Beispiel schon ein Handout erstellen. Vielleicht noch kurz in einem Halbsatz, falls jemand ChatGPT noch nicht kennt. Das ist eben ein Tool zur künstlichen Intelligenz, also ein KI-Tool, wo man eben mit Text ganz viel machen kann. Also es automatisch Text generieren lassen kann, Fragen stellen kann, das beantworten lassen kann. Genau, und da kommen schon weitere Beispiele, Protokoll einer Sitzung, die wichtigsten Stichpunkte zusammenfassen, Artikel erstellen, Vorlesungen verschriftlichen. Gut, das probieren wir jetzt aus. Ich habe jetzt einfach mal, Connection is secure, ein bisschen was rauskopiert aus dem Transkript und kann jetzt den Befehl sozusagen geben. Nein, ganz, ganz höflich formuliert, bitte schreibe eine Zusammenfassung. Und dann kopiere ich das Transkript rein. Und das Transkript an sich ist ja überhaupt nicht lesbar. Ja, das ist völlig mühsam. Aber was da rauskommt, dann ist in der Regel schon deutlich interessanter. Ah, das interessant, dass jetzt sagt, sie erwähnt, dass es plötzlich wechselt. Ja, also ganz, ganz zufrieden bin ich nicht mit dem Ergebnis. Aber es hat schon oft, wenn das Transkript besser war, hat das jetzt super funktioniert, dass man einfach dann eine wirklich gute Zusammenfassung bekommen hat. Und jetzt kann ich fragen, bitte schreibe Gegenargumente dazu. Und dann kann das irgendwie eine lustige Diskussionsgrundlage vielleicht sein für den weiteren Verlauf des Online-Meetings. Genau, und im Chat kommen jetzt auch schon mögliche Einsatzszenarien, also im Sprachunterricht zum Beispiel, in der Basisbildung. Das Tool heißt ChatGPT. Genau. Und Gunther, vielleicht könntest du den Link auch noch raussuchen und reinstellen. Ja, und dann könnte man auch gleich mal Kontrollfragen generieren. Ja. Gut, also das finde ich gerade sehr spannend, wie man diese neuen Tools dann auch in Live-Online-Bildung bringen kann. Ja, gibt es vielleicht jemanden von Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der oder die ChatGPT schon einsetzt im Unterricht, in Bildungsveranstaltungen? Vielleicht haben Sie ja auch noch Beispiele. Dann freuen wir uns natürlich drüber im Chat. Genau, da gibt es das Beispiel, ChatGPT kann ganze Schulaufgaben und Lösungen generieren, Aufsätze schreiben, Texte schreiben. DALL-E Bilder, genau, DALL-E ist eben auch eine andere KI-Anwendung, die vor allem eben Bilder generiert. Ja, also auf jeden Fall eine sehr disruptive Innovation, die da einiges
gerade auch im Bildungsbereich durcheinander bringt. Genau, für Recherche kann man es natürlich auch nutzen. Wobei dazu, glaube ich, zu sagen ist, David, ChatGPT hat einen bestimmten historischen Stand, oder? Also da gibt es ja nur Infos, glaube ich, bis 2021, genau. Also oder? Ich will nicht so weit abschweifen vom Thema, aber das, diese KI ist mehr, um Texte zu generieren und nicht wirklich für Recherche. Also dieses Tool zumindest. Es gibt andere KI-Tools, die man sehr wohl sehr gut zur Recherche verwenden kann. Aber bei ChatGPT kommt oft wirklich, wenn man da so klassische Recherchefragen stellt, kommt ein großer Blödsinn dabei raus. Also wenn ich da nach berühmten Personen frage oder wenn ich da frage, wer nach meinem Namen frage, ja, wer ist da? Das ist völlig, völlig absurd. Da wird irgendwas erfunden, was es überhaupt nicht gibt. Oder wenn ich frage nach Literaturangaben zu irgendeinem Thema, wird oft auch erfunden. Aber trotzdem kann man damit ganz, ganz viel, genau, Aufsätze schreiben. Genau, aber das Hinterfragen bleibt Texte natürlich erstellen. Schon trotzdem noch unsere Aufgabe dabei, dass man eben das auch, sagen wir mal, mit einem gewissen kritischen Blick auch einsetzt. Das wird sogar noch wichtiger, weil es wird viel mehr Inhalte geben und man wird viel mehr deshalb hinterfragen müssen, woher es kommt. Genau, im Chat wird das auch gerade noch einmal bestätigt. Ja gut, wir sind jetzt mitten im Thema Software, haben uns jetzt schon ein paar Zoom-Apps angeschaut, haben uns ChatGPT angeschaut. Was gibt es denn da noch, David, an innovativer Software, die man 2023 kennen sollte? Ja, ich könnte jetzt eingehen, nein, wir bleiben glaube ich noch bei, bleiben wir bei Zoom oder soll ich auf die Präsentation eingehen? Genau, ich glaube bei Zoom könnten wir uns zum Beispiel noch die Avatare anschauen. Ja, genau, wir bleiben noch bei Zoom. Das wäre aber ein guter Punkt. Und dann die Apps schauen wir uns auch noch an. Genau. Da gibt es ganz, ganz viele Apps. Gut, Avatar. Larry Bush hat einen Avatar hier. Auch. Man kann auch wieder, man muss aktualisiert haben, Zoom, das ist ganz wichtig. Und man muss im Zoom-Client angemeldet sein. Das sind zwei Voraussetzungen. Und dann kann ich einfach so einen schönen Avatar einblenden von mir. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz nett. Und weil, ja, der macht meine Kopf- und meine Mundbewegungen. Ich kann auch lächeln oder so, dann lächelt er auch ein bisschen. aber ich kann den Mund öffnen, dann macht er das auch. Und es ist ja so klar, da ist ein Mensch dahinter. Aber trotzdem doch mit deutlich mehr irgendwie Privatsphäre. Also ich brauche mir keine Sorgen machen um, was weiß ich, was man sich sonst Sorgen macht, was das Aussehen, das eigene Aussehen betrifft. Es geht auch, dass man, vielleicht wollen das mal ein paar probieren, die eingeloggt sind, Zoom aktuell. Haben. Genau, da ist vielleicht noch wichtig zu wissen, wo man den Avatar findet, und zwar in den Videoeinstellungen. Da ist auch noch wichtig dazu zu sagen, Sie brauchen eben eine aktuelle Version von Zoom und Sie müssen im Zoom-Client angemeldet sein. Es kann sein, wenn Sie das jetzt nicht sehen, die Option Avatare, dass einer von diesen beiden Punkten nicht erfüllt ist. Aber wenn Sie eben eingeloggt sind und eine aktuelle Zoom-Version haben, dann sollten Sie das bei den Videoeinstellungen finden. Und bei einigen ist es schon der Fall, dass Sie jetzt als Avatare zu sehen sind. Also ich finde den Fuchs auch ganz hübsch. Aber es gibt, also man kann unterschiedliche Personen kann man nehmen, man kann also verschiedene Tiere aussuchen. Und der Vorteil ist einfach, man hat das Gefühl, da tut sich was, da ist Leben und keine schwarzen Kacheln. Ja, auch so super, dass man erkennt, da ist Zustimmung, da nickt jemand oder so, das ist angenehm. Ja, also eine gute Alternative zu, die meisten haben die Videos aus.
Genau, also gerade in Settings, wo man vielleicht zeigen möchte, dass man da ist, aber man nicht jetzt einen zu intimen Einblick ins eigene Leben ermöglichen möchte, kann ein Avatar auch ganz eine gute Möglichkeit sein. Und ja, genau. Also viele haben jetzt eben die voreingestellten Tiere verwendet, die es bei Zoom gibt, aber man kann eben auch den Avatar selbst generieren, sodass er dann ausschaut, wie man selbst. Da wird sicher noch viel, viel mehr kommen bei diesem Thema. Das ist mal ein Anfang. Okay. Sollen wir uns die Zoom-Apps anschauen? Ich würde sagen, wir schauen uns die Zoom-Apps an. Mhm. Außer es gäbe jetzt noch Fragen zu den Avataren, beziehungsweise die können Sie sonst gerne auch im Chat stellen. Und bei den Zoom-Apps gibt es ja, glaube ich, auch ein paar spannende neue Features. Ja, wer hat denn schon mal die eine oder andere Zoom-App ausprobiert? Also die Idee der Zoom-Apps ist ähnlich wie beim Smartphone bei Android oder iOS. Man kann die Funktionalität erweitern durch Zusatzprogramme, die dann zum Teil auch durch von anderen Softwareunternehmen gemacht werden. Gibt es schon Erfahrungen mit den Zoom-Apps? Gut, ich glaub, dann. Das ist nur eine Meldung als Reaktion sozusagen. Mhm. Das heißt, der Großteil hat noch keine Zoom-Apps verwendet. Okay. Gut, also eine Geschichte ist, es gibt, die ist von Zoom selbst gemacht, einen Timer. Und den kann ich dann in mein Videobild einblenden. Ich kann sagen, aber 5 Minuten oder 10 Minuten oder wie auch immer. Also kann einfach praktisch sein für irgendwelche Übungen. Vielleicht zeige ich auch kurz, wie das ausschaut, wie das eingebunden wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz hilfreich, wenn man das sieht. Ja, so sieht's aus. Da ist der Timer und die Apps öffnen also hier auf der rechten Seite und hier kann ich Reset sagen oder die Zeit einstellen und wieder starten und dann wird der Timer eingeblendet. Dann gibt es, das können wir jetzt tatsächlich auch ausprobieren, das ist nämlich wirklich was Spezielles. Da muss ich aber sagen, das habe ich noch nie in der großen Gruppe ausprobiert. Also das kann auch sein, dass das jetzt ein bisschen daneben geht. Vielleicht, David, bevor wir das nächste ausprobieren, gab es noch eine Frage im Chat, ob die Teilnehmerinnen immer noch die Apps selbst installieren müssen. Oder reicht es, wenn du zum Beispiel heute als Host die App bei dir laufen hast? Also in dem Fall genügt es ganz sicher, weil ja alle, nehme ich an, jetzt den Timer noch sehen, oder? Der jetzt witzigerweise stehen geblieben ist, oder? Genau, ja. Aber wir sehen ihn auf jeden Fall. Das heißt, du als Host startest den Timer und die Teilnehmenden können den sehen. Ja, genau. Und vielleicht noch eine Frage. Den Timer kann man auch in der Breakout-Session verwenden, wenn du sozusagen auch in der Breakout-Session dann bist. Dann habe ich ja sowieso den Breakout-Session-Timer. Mhm. Also da sieht man mich ja auch gar nicht, weil der Timer, der wird ja im Videobild eingeblendet. Okay, also du würdest es so machen, dass du das dann über die Breakout-Räume sozusagen steuerst. So, habe ich es richtig eingegeben. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon in der nächsten App, in der Remote. Ich schätze mal, das steht für Headquarter. Das weiß ich jetzt nicht, vielleicht. Du hast uns jetzt gerade zum gemeinsamen Arbeiten mit dieser App eingeladen. Genau. Das Witzige, das ist wahrscheinlich jetzt nicht wirklich geeignet, weil wir fast 100 Leute sind. Aber wenn man jetzt nur eine kleine Gruppe ist, dann können alle in dem Meeting können den Browser bedienen. Und das machen jetzt offenbar auch schon welche. Und die Website von Erwachsenenbildung.at bedienen oder auch was Neues öffnen. Ja, also klar, das ist jetzt keine gute Idee, dass da jetzt alle rumklicken. Aber ich finde das erstmal irgendwie witzig, dass das jetzt auch eine App ist. Also ich glaube, zu zweit kann das okay sein, dass man dann eben gemeinsam oder wirklich in kleiner Gruppe surfen kann. Ja,
Also das war klar, das kann nur Chaos werden. Kann man immerhin eine Viertelstunde am Tag kann man es kostenlos nutzen und dann kostet es irgendwie 5 Euro oder so im Monat. So, das muss ich mal wieder die Kamera zurückholen. Ich habe die nämlich offenbar mit einer Geste habe ich das aktiviert, dass es aufs Whiteboard geht. So, jetzt probiere ich auch mal wieder die Uhr wegzubekommen. Also wir machen natürlich jetzt einfach sehr, 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 sehr viel und schnell. Und schauen wir mal, ob ich die Uhr wieder wegkriege, aber sonst ist sie auch nicht. Ja, das ist sie wieder weg. So schlimm. Ja, es gibt jetzt mittlerweile irgendwie ein paar tausend solcher Zusatzprogramme und ich habe ein bisschen versucht zu schauen, was da alles dabei ist. Und eins möchte ich noch vorstellen, das habe ich jetzt nicht installiert, weil es was kostet. Ich habe es kurz mal ausprobiert und das finde ich eigentlich auch ziemlich, ziemlich cool. Und zwar geht's bei dieser App darum, dass die Sprechzeit der Beteiligten gemessen wird und dann macht das so eine schöne Tortengrafik oder man kann es dann auch einblenden. Also das kann für Workshops oder Teambesprechungen vielleicht mal ganz, ganz interessant sein. Letztendlich kann man das dann als Excel-Datei kann man das dann runterladen. Oder kann man sich das vorstellen, sowas einzusetzen? Zusatz-App. Und es macht wirklich laufend, wird dann diese Tortengrafik angepasst, je nach Sprechdauer. Okay, gut, das spannend. Ist, ich habe jetzt auch noch einmal den Link zum Zoom App Marketplace reingestellt, weil einige gefragt haben, wie sie zu den Apps kommen. Sehr gut. Und hier habe ich eine gefunden, die macht eh schon das, was ich jetzt irgendwie ein bisschen mit Umwegen probiert habe. Und das natürlich auch kann ziemlich spannend sein. Also mit künstlicher Intelligenz hier auch wieder aufnehmen und Zusammenfassungen machen von Treffen. Ja, und dann eine App, die probieren wir dann ganz zum Schluss auch noch gemeinsam aus. Die nennt sich Velo und die integriert in Zoom so einen informellen Runde. Das heißt, man kann dann hier in dem Fall auf dem Campingplatz hin und her spazieren und andere Leute treffen. Das ist ein grafisches Overlay eigentlich für die Zoom Breakouts. Aber die Idee ist, man spaziert rum und kommt mit anderen ins Gespräch. Und wichtig zu wissen war, du hast jetzt die App absichtlich noch nicht gestartet, sondern einen Screenshot hergezeigt, weil wir das ja dann im Nachgang noch ausprobieren und gesagt haben, wir wollen jetzt nicht jetzt in die Breakout-Räume hüpfen, sondern halten uns das sozusagen fürs Ende, behalten wir es uns auf. Das heißt, wer möchte, kann dann gern im Anschluss das noch ausprobieren. Ja, jetzt noch. Vielleicht, bevor wir weitergehen, ja. David, eine Frage war noch im Chat zum Thema Overview, kostenpflichtig. Das war die mit der Sprechzeit? Ja, genau. Es war nicht so schlimm. Also ich glaube, irgendwie vielleicht 10 Euro im Monat. Und man kann dreimal, und das hatte ich aber ganz schnell aufgebraucht, dreimal kann man es kostenlos nutzen und dann muss man zahlen. Genau. Und dann gab es noch eine Frage zur Herumspazier-App, die wurde aber schon beantwortet. Das ist Velo mit einem W am Anfang. Genau, also kann man suchen Velo und Zoom. Dann, ich habe auch den Link. Also das ist wirklich was ein paar Mal jetzt sehr, sehr gut funktioniert hat. Und wir werden es zum Schluss ausprobieren. Super. Ja, ich glaube, David, dann können wir den Zoom-Blog verlassen und uns zum Thema Software noch den Präsentationen widmen. Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass du mit der App arbeitest. Ja. Vielleicht könntest du uns das noch kurz zeigen. Genau, ich zeige jetzt mal, wie die aussieht.
Vielleicht Vorbemerkung ist, man kann sie eine Stunde am Tag, Velo ist noch kostenlos. Diese App kann man, soweit ich weiß, eine Stunde am Tag kostenlos nutzen. Das war bisher immer so. Und für Bildung, glaube ich, ein Jahr kostenlos, wenn man irgendwie sagt, man ist im Bildungsbereich tätig. Und sonst, glaube ich, kostet es jetzt 10 Euro im Monat. Ja, also es ist irgendwie vielleicht noch im Rahmen und eben Bildung kostenlos. Was die technisch macht, ist, dass sie ein virtuelles Webcam-Signal erzeugt. Das heißt, die Webcam geht in diese App rein. Also da ist meine Webcam eingebunden, könnt auch andere auswählen. Und mein Webcam-Signal kann ich nun anreichern mit Präsentation. Also ich kann sagen, jetzt hier Mikro einblenden oder Vollansicht einblenden. Ich kann mich dann wieder nach vorsetzen oder hier, damit ich nichts verdecke. Ja, also ich glaube, jetzt sieht man ein bisschen, wie das funktioniert und dass ich dann, wenn ich jetzt sich die Frage bekomme nach, aha, was ist denn die beste oder teuerste Kamera, dann suche ich mir das unten raus und dann springe ich eben dort dahin. Und brauch nicht irgendwie vor dem Publikum jetzt irgendwie suchen und blättern. Aha, wo war das jetzt in meiner Präsentation? Also ich kann sehr schnell im Hintergrund, genau, das ist zum Beispiel jetzt das Slide für die App. Also diese Flexibilität finde ich einfach super. Und wenn ich Folien raus haben will und dann mein Raum oder ein Weihnachten ist vorbei, aber man kann so schnell da irgendwie irgendwas holen. Ja, der Herbst ist auch vorbei. aber man sieht schon, was es bewirkt, ja. Oder ich kann mich in ein Nachrichtenstudio setzen und dann die Präsentation irgendwie so ablaufen lassen. Es hat irgendwie alles unglaubliche, eigentlich coole Möglichkeiten. Also du hast im Prinzip verschiedene Hintergrundabstufungen, also sowohl als Video als auch als Folie oder so, die du dann übereinander legen kannst und dich selbst eben dann auch reinsetzen kannst. Ja, ja. Und plus eben auch, ich kann zweite, dritte Kamera mit reinbringen und also auch die Bilder mixen, weil ich ja vorhin das Smartphone eingeblendet hatte oder eben auch so relativ schlicht dann was präsentieren. Also sehr, sehr große Flexibilität. Genau, jetzt kam dann noch die Frage, wo aber, glaube ich, jetzt inzwischen auch schon eine Antwort da ist, ob man damit Screencasts aufnehmen kann. Ja, genau, und man kann hier das ist prinzipiell möglich. Ja, genau. Und die kann man dann auch einspielen. Ich hatte ja zum Anfang das Video auch eingespielt. Ich kann hier auf den Aufnahmeknopf drücken. Ich kann das mal auch probieren, das habe ich noch nie live gemacht. Also jetzt mache ich ein kurzes Video und nehme auf. Ja, da ist eine Folie gerade über KI zu sehen. Schauen wir mal, ob das reinkommt. Genau, ich glaube, es wird hier gerade schon verarbeitet und wird dann in die Präsentation aufgenommen. Also das heißt, eine Idee kann tatsächlich auch sein. Schauen wir mal, das abspielen kann. Genau, das muss hier eigentlich abspielbar sein. Sehe ich jetzt nicht. Aber eine Idee von diesem Tool ist, dass ich auch Teile meiner Präsentation voraufzeichnen kann und dann da Wiedergabe. Jetzt mache ich ein kurzes Video und nehme auf. Ja, da ist eine Folie gerade über KI zu sehen. Ja, also so wird es sich dann einspielen lassen.
Vielleicht noch ganz kurz als Info, weil es jetzt ein paar Mal schon im Chat aufgetaucht ist. Ich habe das jetzt kurz noch recherchiert. .app ist nach wie vor kostenlos nutzbar. Also es gibt eine Gratis-Version. Die einzige Einschränkung bei dieser kostenlosen Version ist eben, dass man nur 5 Aufzeichnungen pro Monat machen darf. Also wenn man Präsentationen aufzeichnet, dann kann man maximal 5 davon im Monat aufzeichnen. Genau. Und sonst gibt es eben wirklich nach wie vor die kostenlose Version. Genau. Ja, weil gefragt wird, man kann auch Word live zeigen, das geht auch. Ich kann nämlich einspielen meinen Bildschirm. Das würde dann so ausschauen. Ja, das ist jetzt nicht ganz optimal, aber egal. Also man sieht jetzt die Bildschirmfreigabe. Und ich kann ja, da was auch immer zeigen. Und ich kann mich auch, das ist auch schön, irgendwie rausnehmen und wieder so reinfaden in das Nachrichtenstudio. David, es kam vorher noch eine Frage im Chat, wie der Vergleich zwischen mhm und OBS ist. Genau. OBS kann das Gleiche. Aber es ist mir zu kompliziert. Ich würde es nie schaffen, im Live-Meeting da irgendwie schnell zu sein. Ich meine, auch das braucht Einarbeitungszeit. Also das schafft man auch nicht, wenn man das erste Mal dran sitzt, dann macht man das auch nicht vor Publikum. Aber das kann man schnell damit zurecht sich finden. Und das Gefühl, ich habe das Gefühl, bei OBS würde ich das nie schaffen. Also vielleicht, ich habe es auch gerade noch mal in den Chat gepostet, vielleicht zum Vergleich, kann man sich das OBS auch ansehen, ist eben, wie David meint, nicht ganz so intuitiv wie im Hm. Ja, aber dafür völlig kostenlos und open source. Und also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Genau. Ja gut, David, ich glaube, bevor wir dann wirklich weitergehen zum Blick in die Zukunft, hast du noch eine kleine Präsentationssoftware für uns, die du noch vorstellen wolltest. Und zwar genau. Screenbrush, genau, wenn ich das richtig notiert habe. Werde ich noch kurz genau, also ist eine gute Frage. Greenscreen habe ich zwar auch, aber das ist mir zu umständlich mittlerweile. Ich mache jetzt immer alles ohne Greenscreen. Also dieser künstlich generierte, der ist in der Regel ausreichend. Gut, jetzt zeige ich Screenbrush. Screenbrush, und da gibt es aber viele dazu, ist eine ganz gut funktionierende Software, um irgendwas anzuzeichnen. Ja, also ich kann sagen, aha, da ist Übersicht, da wird dann die Tortengrafik gemacht oder so. Und das kann natürlich irgendwie ein bisschen ein netteres, hübsches Bild geben. Ja, es gibt zwar auch die Zoom-eigenen Tools, die das auch machen, aber das schaut halt hübsch aus. Ja, nennt sich Screenbrush, kostet nichts. Und es gibt auch für Windows da genug Alternativen, die was Ähnliches machen. Und ja, Screenbrush ist eine eigene kleine Anwendung, David. Das ist ein kleines Programm, das läuft auf dem Computer. Und dann kann ich da irgendwo halt reinzeichnen in das, was ich zeige. Oder es gibt dann auch einen Zeigepfeil, dann kann ich irgendwo hinzeigen. Ja, das ist gerade nicht ganz. Ja, super. Gibt es an dieser Stelle vielleicht zum Thema Software noch Fragen, die wir noch klären sollten, bevor wir zu den Innovationen, also zu den Neuigkeiten weitergehen, wo es dann wirklich in Richtung KI, VR, AR, 3D und so weiter geht? Also zum Software-Thema noch irgendetwas offen geblieben? Ja, genau. Die Dame ganz, ganz am Anfang, die kommt von Synthesia. Ich zeige kurz die Website.
Da kann man kostenlos kann man irgendwie ein paar Sekunden generieren. Und je mehr man dann zahlt, also es ist leider relativ teuer, umso mehr kann man dann generieren. Also es gibt dort unterschiedliche Stimmen und man kann sogar auch so weit gehen, dass man seine eigene Stimme synthetisiert. Also das heißt, man schickt ein Sample der eigenen Stimme hin, dann machen die und man kann auch Fotos von sich selbst hinschicken. Und dann kriegt man, wenn ich das so schnell sehe, dann kriegt man sich selbst. Ja, also nicht irgendwie eine fertige Figur, sondern sich selbst mit dem eigenen Bild und der eigenen Stimme und braucht nur noch den Text eingeben oder den Text durch die KI generieren und dann wird es vorgetragen. Also man kann damit sehr persönlich wirkende dann Videos erstellen, die man in Online-Seminaren einspielen kann, aber natürlich auch als Tutorial, Video, was auch immer. Und das Ganze ist aber, wie wir gesehen haben, leider nicht ganz kostenfrei, sondern kostet, glaube ich, 30 Euro pro Monat oder so weiter jetzt. Ja, also wenn man sich selbst dort digitalisieren lässt, dann kostet es sogar 1.000 Euro im Jahr. Okay, gut. Ich schaue noch mal kurz in den Chat, aber ich glaube, da ist jetzt zum Thema Software waren jetzt keine Fragen mehr offen. Genau, ein paar Sekunden kostenlos. Ja, da kann man das mal ausprobieren. Zum Ausprobieren. Ja gut, ich glaube, dann könnten wir schon weitergehen zu unserem dritten Block, den wir uns noch vorgenommen haben für heute, nämlich der Blick in die Zukunft. Genau, also der Blick in die Zukunft ist ja immer nicht ganz einfach, aber ich glaube, was schon auch kommen kann, sind dreidimensionale Online-Räume für die Live-Bildungsarbeit, für die synchrone Zusammenarbeit. Und dieses Dreidimensionale kann abgebildet werden, entweder durch Virtual Reality oder durch Augmented Reality. Und klar ist wahrscheinlich auch, dass bei diesem Thema VR und auch AR wird künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen. Und ich möchte gerne dort ein Beispiel zeigen. Vielleicht kennen einige schon die Plattform Spatial.io. Die lässt sich sehr weitgehend tatsächlich kostenlos nutzen und die bietet wirklich ein cooles Erlebnis. Also wenn ich da in so eine Party reinschaue, da ist wirklich Party drin. Ja, das ist also eignet sich jetzt nicht wirklich dann vielleicht für Bildung. Aber da sind viele Leute und da spielt Musik und das ist irgendwie coole, sogar Swimmingpool, Wahnsinn. Oh Gott, das komme ich nicht mehr raus. Aber man sieht schon, dass da irgendwie Partystimmung ist. Ja. Keine Ahnung, wie ich da wieder rauskomme aus dem Becken. Das ist ja sehr lustig. Aber ich wollte ja dann alle in den eigenen selbstgestalteten Raum einladen. Und gerade das Selbstgestaltete kann ja für die Erwachsenenbildung ein interessanter Aspekt sein, dass die Lernenden ihre Lernumgebung selbst gestalten können. Vielleicht auch deshalb, weil ja Zoom eigentlich kaum gestaltbar ist. Das ist ja sehr fix vorgegeben. Und so habe ich mal versucht, eine Galerie zu gestalten, in die ich jetzt dann auch gleich alle einladen werde, aber noch mit kurzen Vorbemerkungen. In dieser Galerie ist untergebracht künstlich generierte Bilder oder sind untergebracht künstlich generierte Bilder von mir. Es ist aber auch untergebracht oder ausgestellt. Könnte man besser sagen, da stoppe ich nochmal kurz, ein,
ein Bär. Das ist mein Teddybär, den ich seit ein paar Jahrzehnten mittlerweile habe, also ein dreidimensionales Objekt. Und den habe ich eingescannt mit dem Smartphone. Also wer Lust hat, sowas auch zu machen, die App, ich stelle das mal einfach in den Chat, heißt Polycam, ist kostenlos. Und damit kann man so auch ganze Räume einscannen. Also ich habe dann auch mein Büro eingescannt. Und dann kann man tatsächlich auch in mein Büro rein. Also ich habe dann als AR-Raum. Aber mit kleineren Objekten geht's besser wie dem Bären. Und jetzt kann man also dann hier reingehen und sich den alten Bären von allen Seiten auch ansehen. Und wer Lust hat, kann auch den QR-Code dazu einscannen und hat dann diesen alten Bären als Augmented Reality Objekt auf dem eigenen Schreibtisch. Vielleicht mag das mal jemand probieren. Für alle, die dies nicht probieren, da ist ein Foto von mir, wo ich den Bären in der Hand halte. Und was mich an dem Thema auch so fasziniert ist, das sind auch Fotos von mir und das eine war nur in Schwarz-Weiß, aber beide Fotos sind eingefärbt mit KI. Und war auch irgendwie faszinierend, okay, ist vielleicht naheliegend, aber der hat die Farbe so genau getroffen, die Originalfarbe. Aber es war ursprünglich ein Schwarz-Weiß-Foto. David, jetzt gab es noch eine Frage im Chat, und zwar, wie hast du die Bilder an der Wand ausgetauscht? Die Bilder kann man relativ einfach dann raufladen. Also man klickt auf den leeren Bilderrahmen oder man geht hier auf Plus und dann kann man Objekte, also ich kann hier einfach auch mal ein Weinglas reinstellen. Jetzt steht da so ein Weinglas vor mir. Und die Objekte kann man entweder vorauswählen oder man kann sie selbst erstellen, so wie du deine eigenen Bilder hochgeladen hast. Genau, man kann also tatsächlich 3D-Objekte, die selbst erstellt sind, draufladen oder Bilder an die Wand hängen. Das mit dem mit dem QR-Code habe ich nicht ganz verstanden. Das war mal eine Spur zu schnell. Mhm. Mhm. Also ich kann diese eingescannten Objekte quasi zu VR-Objekten in meiner Umgebung machen oder sozusagen mir über den QR-Code hereinholen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Genau, also über den QR-Code kann man aus dem Bären ein Augmented Reality-Objekt machen. Das dann am eigenen Smartphone beziehungsweise in der eigenen Umgebung zu sehen ist. Ja. Hat es vielleicht jemand geschafft? Hat's noch nicht. Geschafft? Also ich war ein bisschen überfordert mit Mitschreiben und Chatlesen. Okay. Ich habe es geschafft. Im Chat, genau, da gab es schon eine Meldung, dass der Bär am Smartphone ist. Ah, okay. Genau. Ja. Bei mir hat es auch funktioniert. Ja, vielleicht kann man da einen Screenshot machen. Nämlich auch, wie man den Bären dann auf den eigenen Schreibtisch setzen kann. Ja, also das kann das Ergebnis sein. Genau, falls das jetzt für jemanden zu schnell ging, also es ging darum, dass David vorher einen QR-Code eingeblendet hatte und den kann man mit dem Smartphone abfilmen und dann erhält man das 3D-Objekt des Bären sozusagen auf dem eigenen Smartphone. Also man sieht ihn dann durch das Smartphone vor dem eigenen Hintergrund. Und ich glaube, das hat schon jemand da jetzt geschafft und auch in den Chat gestellt. Ja. Genau, da sitzt schon der Bär. Also das ist vielleicht ein interessantes Bild auch, ich bin begeistert. Um nachzuschauen, wie das dann ausschaut. David blendet es auch gerade ein. Das ist ein super Bild. Ja, der Bär und sogar noch mit mir. Aber eben woanders. Und jetzt, also die Idee ist, dass dieses 2D
zu 3D wird. Und natürlich wird's noch mal mehr 3D, wenn ich die virtuelle Umgebung auf dem Schreibtisch habe. Und das ist übrigens mit Spatial.io auch möglich, dass also nicht nur der Bär dann auf dem Schreibtisch ist, sondern andere Teilnehmende auf dem Schreibtisch stehen und ich mit denen auf dem Schreibtisch jetzt in Interaktion treten kann. Klingt ein bisschen verrückt wahrscheinlich jetzt noch, oder? Aber wir haben das ausprobiert und es funktioniert. Ich muss jetzt so ein Foto raussuchen. Aber es gibt Fotos und das ist lustig. Ja. Und im Chat ist jetzt auch ein Link zu einem entsprechenden Blogbeitrag bei dir auf der Website, David, wo das auch noch einmal beschrieben ist, wie du mit dem Bären da vorgegangen bist. Genau, da habe ich das. Falls das jemand im Nachgang nachlesen möchte. Super, vielen Dank, Gudrun. Da habe ich erklärt, wie das funktioniert. Da kann man das eben auch anschauen außerhalb des VR-Raums. Also es ist vielleicht tatsächlich eben ein bisschen viel auf einmal, weil das ist jetzt schon mal dreidimensional und ein tatsächliches Objekt. Und das Objekt kann eben jetzt auch noch vom Bildschirm auf den Schreibtisch. Es sind ganz schön viele Ebenen, die dann da irgendwie übereinander gelegt werden. Es sind viele Ebenen und jetzt der nächste Schritt ist jetzt, dass wir dann auch nach ein paar abschließenden Worten, oder ich glaube, wir sind jetzt relativ am Ende, gemeinsam in den Raum reingehen können und die Bilder ansehen, aber natürlich auch, das ist in dem Fall wichtiger für einfach abschließende, ganz informelle Gespräche. Genau. Ich frage vielleicht vorher noch einmal in die Runde, bevor wir jetzt sozusagen den offiziellen Teil dann wirklich abschließen. Ist noch irgendetwas offen geblieben? Gibt es noch irgendeine Frage, die wir jetzt dem David noch stellen sollten, bevor wir dann sozusagen den offiziellen Digitalk beenden und uns gern informell noch im Raum treffen können? Falls es da noch irgendetwas gibt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, dann bitte gerne jetzt melden. Ich warte noch einen Moment ab. Genau, für alle, die das mit dem Bild auf dem Desktop jetzt noch nicht geschafft haben, also mit dem Bären, vielleicht, Gunther, könntest du noch einmal die Anleitung reinkopieren zum Blogbeitrag von David, damit wir das auch eben dokumentiert haben. Ansonsten kommen da schon die Dankesmeldungen rein. Das heißt, ich würde gerne noch ein paar organisatorische Sachen anbringen, bevor wir dann wirklich so den offiziellen Teil beenden. Bedanke mich noch einmal ganz, ganz herzlich bei dir, David, für diese wirklich spannenden Einblicke der letzten 90 Minuten. Ich glaube, es raucht uns allen der Kopf, wenn wir wirklich jetzt viel Neues erfahren haben. Und die Meldungen im Chat bestätigen das. Wie schon am Anfang gesagt, wir haben aufgezeichnet, wir werden die Aufzeichnung nächste Woche auf erwachsenenbildung.at zur Verfügung stellen. Und ganz wichtig für uns wäre jetzt noch, wir haben auch einen Feedback-Link vorbereitet. Wir freuen uns immer ganz, ganz sehr, wir freuen uns sehr über Feedback von Ihnen, wenn Sie uns sagen, wie es Ihnen gefallen hat. Und Gunther wird jetzt dann auch noch einen Link in den Chat posten. Genau, da ist er auch schon zu unserer Feedback-Umfrage. Da freuen wir uns sehr, wenn Sie sich einfach kurz Zeit nehmen. Dann noch einen anderen Hinweis, und zwar auf unsere nächsten Veranstaltungen. Da blende ich jetzt noch einmal kurz meinen Bildschirm ein. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, weil ich da ein bisschen eine komische Anzeige jetzt in Zoom habe. Genau, Karin, der Ton war jetzt kurz weg. Ich übernehme an dieser Stelle einfach ganz schnell. Und Sie finden den Link zu den Webinaren auch im Chat mittlerweile. Genau, wir haben im Juni dann das nächste DigiCamp. Und jetzt werde ich noch einmal schnell die Seite aufrufen. Genau, die Karin hat auf der Folie eben das nächste DigiCamp am 21.06. Drauf gehabt auf der Folie. Dann auch unseren neuen EP-MOOC 2023. Es wird heuer dann im Herbst ein neuer, also ab 19. September, ein neuer MOOC erscheinen mit den neuesten Tools und auch dem aktuellsten zu Medienkompetenz, Bildungsmanagement, Formaten und digitalen Zukunftstrends. Und für alle, die an Communities of Practice interessiert sind,
gibt es auch unter mileno.at noch weitere Informationen dazu. Thank you.